Jan, wir begrüßen jetzt den Wirtschaftssprecher, den NEOS, Sepp Schellhorn. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Bischek. Ich dürfte ja verfolgen, dass Ihre Kochkünste immer besser werden. Salzburger Nockerl klappen auch schon. Aber ich glaube, ich würde einschätzen, dass Sie lieber für Ihre Gäste kochen würden, als zu Hause für sich alleine. Und dass Ihnen der Lockdown langsam, aber sicher wie den meisten Österreichern sauer aufstößt. Natürlich, es ist hart. Und wenn man jetzt hört oder vermutet, dass der Lockdown weiter verlängert wird, dann ist es besonders hart für die Tourismusbranche. Jetzt ist es ja so, dass man immer wieder gesagt hat, dass die Zahlen es im Augenblick nicht hergeben. Es wurde von diesen ominösen 700 Neuinfektionen pro Tag gesprochen. Jetzt haben die NEOS zum ersten Mal auch die Möglichkeit gehabt, mit der Regierung und auch mit den Experten zu reden über weitere Maßnahmen. Ist man da jetzt besser informiert? Klappt das jetzt besser? Von Mitreden kann keine Rede sein. Also die Beate Meindl-Reisinger war dabei, unsere NEOS-Chefin. Sie wurde halt informiert über den Stand, aber unsere Expertise dazu einzubringen, da hatte man offensichtlich nicht die Zeit oder die Muße dafür. Unter welchen Voraussetzungen könnte man aus Ihrer Sicht wieder aufsperren? Weil viele sagen, Lockdown für immer geht auch nicht, logischerweise. Naja, wir müssen uns einmal... Wir sind zum einen einmal froh, dass uns vor Wochen wenigstens einmal eine Zahl genannt wurde. In unserem letzten Interview habe ich ja eine Zahl gefordert, die wurde jetzt genannt. Das ist schon gut, nur man muss auch berücksichtigen, dass selbst bei diesen Infektionszahlen die Intensivbetten nicht belastet werden, sondern eher entlastet werden. Und ich glaube, auch das sollten wir auch einen Augenmerk legen, was die Intensivbettenbelegung betrifft. Soll der Handel vielleicht unter gewissen Voraussetzungen am 8. Februar wieder öffnen, auch die Schulen? Da gibt es jetzt auch wieder sehr viele Experten, die sagen, oh, bei der Mutation spielen die Schulen doch eine sehr große Rolle. Wie schaut das aus? Mit Tests würde das für Sie dann in Ordnung gehen, wenn man in den Schulen die Schüler und Schülerinnen testet und wenn man auch die Menschen, also die einkaufen gehen, sich regelmäßig testen? Wäre das ein gangbarer Weg? Das ist auf alle Fälle ein gangbarer Weg. Auch der Lehrkörper muss sich natürlich den Tests unterziehen. Und ich glaube, so kann man am besten auch separieren und feststellen, wer jetzt schützenswert ist oder nicht, oder beziehungsweise wo die Infektionen auch separiert werden können. Jetzt sind Sie ja selbst Betreiber eines Hotels. Das Reisen wird auch immer wieder sehr kritisch betrachtet. Aktuell haben wir wieder Fälle im Zillertal, das ist noch nicht bestätigt, aber wo eben Menschen in Südafrika gewesen sein sollen, dort Urlaub gemacht haben, dann zurückgekommen und das Virus, vor allem das mutierte Virus, aus Südafrika eingeschleppt haben. Wie stehen Sie zu einem weiteren generellen Reiseverbot? In Deutschland steht das ja auch im Raum, weil man auch dort kritisiert hat, dass sehr viele auf Gran Canaria über Weihnachten geflogen sind. Wie sehen Sie das? Ich denke, dass das generell ein Problem ist. Es ist aber auch ein Problem, was wir im Westen von Österreich feststellen, nämlich im Moment ist es ja ein eher, kann man sagen, und seien Sie mir nicht böse für den Ausdruck, ein Lockdown für Arme. Nämlich jene, die einen Zweitwohnsitz haben, die dürfen nach wie vor ihren Zweitwohnsitz besuchen und das sind vorwiegend mehr als die Hälfte aller Zweitwohnsitze in den Skigebieten oder im Westen von Österreich sind ausländische, also nicht Österreicher, und die reisen nach wie vor. Also da muss man auch darauf achten, dass die vielleicht auch nicht nach Österreich reinfahren. Und das Reisethema ist nach wie vor ein Thema. Ich glaube, dass es auch nicht absehbar ist, dass man in Zukunft auch nur mit einer Impfung oder mit einem negativen Test reisen kann. Von den Tests kommen wir zu den Impfungen. Die NEOS haben sich ja immer für eine starke EU ausgesprochen auch. Wie sehen Sie aktuell die Rolle der EU? Es gibt einen massiven Engpass bei den Impfstoffen, ganz egal jetzt fast um welchen Impfstoff es sich handelt. Aktuell ist gerade AstraZeneca natürlich ein großes Thema. Wie beurteilen Sie da das Handeln der EU? Ja, im Vergleich zum Beispiel zu Israel, die auch ihre Datenlage zur Verfügung stellen, haben wir noch nicht einmal das digitale Programm dafür. Also das heißt, wir agieren nicht nur in Österreich, sondern auf europäischer Ebene noch eher mit einer Zettelwirtschaft. Also hier wurden viele Versäumnisse gemacht, das ist richtig. Was die Verfügbarkeit des Impfstoffes betrifft, wurden auch Versäumnisse getätigt. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt gemeinsam versuchen, nämlich wenn es auch ums Reisen geht, am europäischen Kontext hier ganz schnell eine Kehrtwendung zu finden, eine Kehrtwendung dahingehend, dass wir möglichst schnell viel
Impfstoff zur Verfügung haben und gleichzeitig auch mit den Daten dementsprechend umgehen, wer wie getestet wird, wer wie geimpft wird. Und das wäre der richtige Schritt aus unserer Seite. FPÖ-Klubobmann Kickl hat heute wieder angekündigt, dass es wieder Corona-Demonstrationen geben wird und er auch an diesen Demonstrationen teilnehmen möchte. Jetzt hat man das bei der letzten Demonstration gesehen, da sind sehr viele Menschen ohne Masken unterwegs gewesen, auch mit wenig Abstand. Man muss dazu sagen, auch bei der Black Lives Matter-Bewegung damals im Frühjahr hat es eine ähnliche Situation gegeben, beziehungsweise im Sommer. Wie beurteilen Sie das, wenn es so Demonstrationen gibt? Also das mit den Demonstrationen, mit den Abstandsregeln, also das Vordringlichste ist es, dass wir jetzt die Schutzmaßnahmen alle einhalten. Und da appelliere ich auch an die FPÖ, die aus reinem Populismus so agiert und aus reinem Stimmenfang. Ich verstehe die Menschen, die frustriert sind. Ich verstehe alle, die sagen, ich komme mit dieser Kommunikation dieser Regierung nicht mehr klar. Ich weiß nicht mehr, was es ist, dieses Hü-Hot-Springen. Ist nicht nur für die Gesellschaft ein Problem, sondern auch für die Wirtschaft. Aber gleichzeitig können wir nicht eine Verbreitung verhindern, wenn wir nicht die Abstandsregeln einhalten und nicht die Schutzmaßnahmen wie eine FFP2-Maske tragen. Abschließende Frage noch. Gehen Sie davon aus, dass der Handel jetzt zum Teil oder die körpernahen Dienstleistungen am 8. Februar angesichts der Zahlen, die wir heute haben, 1400 Neuinfektionen waren es, geöffnet werden kann? Ich würde es mir wünschen, aber angesichts der Zahlen und angesichts der Messlatte, die der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister vorgegeben haben, wird es sehr, sehr schwer werden. Wir gehen mittlerweile davon aus, dass leider dieser Lockdown verlängert werden muss. Aber das kann nicht das Ende sein, sondern wenn dieser Lockdown verlängert wird, dann müssen auch andere Wirtschaftshilfen wieder greifen und der vorgelegte Fixkostenzuschuss 2 mit der Deckelung von 60.000 reicht da bei weitem nicht aus. Hier muss ein anderes Instrument her. Das, was die NEOS vorgeschlagen haben, nämlich die Verlustkompensation für alle Unternehmen, die davon betroffen sind.